Frenkel Frozzelt. Heute. Let's play together Minecraft. Featuring Mone. So, jetzt habe ich endlich mal Fackeln. Ja, toll. Und ich habe gar nichts. Soll ich den ganzen Scheiß wieder dahin laufen? So sieht's mal aus, ja. Nee, oder? Ja, deswegen habe ich doch gesagt, wir brauchen dringend eine... Ein Bett. Ja. Ist ja voll fies im Attent, wenn ich das mal so sagen darf. Naja. Ich weiß gerade nicht, wo es lang geht. Ach komm, erzähl mir doch das nicht. Du musst doch jetzt wirklich. Ich werde verfolgt. Ja, ich werde mal inzwischen mich weiter vortasten. Ich musste doch durch den Wasserfall, ne? Ja. Shit, Spinne. Ich habe nämlich nicht mal ein Schwert oder sonst irgendwas. Das ist so gemein. Fuck, ey. So. Ich glaube, jetzt muss ich mal zum Äußersten greifen, damit ich hier nicht kaputt gehe. Ach, das habe ich ja schon an, so ein Mist. Aber eine Hose fehlt mir. Toll, jetzt ist die Treppe hier weg. Was soll denn das? Echt? Ja, der Sprengpenis hat hier irgendwas kaputt gemacht. Ja, komm nur her. Blöd, Mann. Nochmal ein Sprengpenis? Ja, ja. Ich hab's gehört. Ah, nein! Oh, und Spinne! Scheiße! Ich bin durch so ein blödes Loch gefallen. Tot! Schon wieder? Ja. Ja, es wimmelt da jetzt von Sprengpenissen, Zombies, Spinnen und so ohne komplett... Bewaffnung ist es ziemlich ätzend. Ist doch immer dasselbe mit diesen Adventure-Maps. Ja, aber echt, ey. Oh, shit, Sprengpenis! Doch blöd, wenn man nicht mal wenigstens sterben kann in Ruhe. Und dann sein Kram wenigstens wieder hat. Oh, ab. Ach, Mann, ey. Ich komme schon wieder über dieses Ding nicht hoch. Mann! Dreck! Mist! Ich werde gleich ein bisschen aggro. Sterb. So, und ich glaube, jetzt kommen wir da nicht mehr hoch. Weil der Sprengpenis was wegexplodieren hat lassen. Vor allem, jetzt habe ich so ein blödes Skelett kaputt gemacht, ja? Und was hinterlässt es nicht? Ein Bogen? Ja. Ah. Also jetzt habe ich gerade gute Lust. Ich habe auch keinen Bock mehr gleich, ganz ehrlich. Mann, Mann, wer war das wieder? Wer hat das empfohlen? Datenkralle. Datenkralle. Alle wollen sie nur unser Böses. Ja, das Schlechte wollen sie immer nur. So sieht's ja ganz nett aus, ne? Aber... Mein Zeug ist jetzt wahrscheinlich weg. Ne? Nimmer wiedersehen. Nee, das habe ich ja noch eingesammelt. Ach so. Aber ich falle leider hier immer wieder runter. Das ist mein Problem. Ich komme dann immer hoch. Und oben sammeln sich wahrscheinlich schon wieder die neuen Sprengpenisse, die da inzwischen gespawnt sind. Also nach den Geräuschen zu urteilen, ist da oben die Hölle los. Mann! Jetzt habe ich aber gleich die Schnauze voll, ey. Jetzt wird hier gleich ein Scheißquader angebaut. Also dann gib mir mal meine Sachen. Irgendwas kommt ja schon wieder rum. Was ist denn das jetzt wieder? Ein Bogenschütze. Dreck! Gib mir mal die Sachen, du bist doch oben, oder nicht? Ja. Ja, ich bin aber unten. Ja, dann komm hoch. Ich schaff's ja eben gerade nicht. Habt ihr jetzt einen Bogen mir gegeben? Natürlich nicht.
Blöder Zombie. Stirb! Das gibt's doch gar nicht. So viel kann er überhaupt gar nicht aushalten, ey. Ich schlag hier mit einem Stein auf den ein. Im echten Leben wäre der schon längst kaputt. Oh Mann, ich komm dann immer hoch, verflucht. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Wenn man wenigstens jetzt hier ein Bett hätte, dass man es mal speichern kann, ey. Aber wir haben ja nix, haben wir ja hier. Nix außer Zambellach. Ja, so ein Bett wäre echt nicht schlecht. Oh Gott. Na, endlich. Ja, was kann ich dir denn jetzt geben? Ja. Ein Lederharnisch kann ich dir geben. Das Schwert behalte ich mal für mich. Das Holzschwert kannst du haben. Ja, immerhin. Lederstiefel. Da kommt ein Sprengpenis schnell weg. Mann! Da hinten sind jetzt bestimmt Betten und da bin ich durch so ein blödes Loch gefallen. Kann's denn wahr sein, ey? Also, Betten jetzt nicht wirklich, aber man kann hier wohl wieder irgendwas verzaubern. Tja. Aber ich habe kein Level oder was, oder doch? Braucht man da nicht. Ich konnte mein Schwert verzaubern. Da sind Betten, glaube ich, gleich. Watch Video 4. Wo sind hier Betten? Nein, es gibt keine Betten. Ach komm. Jetzt warte mal, ich muss mich mal wieder anziehen. Zieh dich aus und mach dich nackig. Zieh dich aus und mach dich nackig. Ja, irgendwie. Warte mal. Warum gibt's hier keine Betten? Oh Mann. Tu ich das erstmal wieder weg, weil das will ich auch verzaubern. Press Button for Automated Bridge Repair. Hilfe. Hilfe. Ich hab die Maschine gestartet. Da ist ein blödes Skelett, das mich angeschossen hat oder immer noch anschießt. Ruhe, hier geschehen weltbewegende Dinge. Sprengpenis. Lass den doch einfach da unten. Komm hoch und wir gucken uns Video 4 an. Ja, hätte ich gern gemacht. Ich bin jetzt aber leider gestorben. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Echt jetzt. Sammel mein Zeug ein, schnell. Ich habe ein magisches Schwert gehabt. Ich muss erst hier mal noch diesen... Oh Gott. Nein, das Schwert ist wichtig. Ja, hallo, ich muss erst mal das Skelett töten. Ich sehe schon, wir lassen uns wegen Minecraft scheiden. Nee, ich lass mich scheiden. Nein, ich hab's zuerst gesagt. Jetzt warte mal, wo sind denn diese scheiß Fackeln? Ich brauche die Fackeln. Wo sind die Fackeln? Stock... Bemooster Stein. Warum habe ich denn keine Fackeln? Ja, keine Ahnung, warum du die nicht hast. Warum habe ich keine Fackeln? Ich gucke jetzt mal in der Zwischenzeit, ich höre mir mal Video 4 an, ne? Ich bin ja da oben. Ja? Ja. Darf ich, ja? Ja, mach schnell. Also, dann bis gleich. You made it. I never had any doubts. I'm guessing those stories of spiders were greatly exaggerated as well. In any event, to activate the machine, all you have to do is press the button on the wall. If you'd like to see it in action, turn to your left and you can watch it building the bridge. When you're done, go around the corner to your right. There will be a path leading to the surface. Okay, also du musst, du solltest, mal herkommen. Ach. Aber, eigentlich ist es doch das Gleiche, wenn du jetzt zurückgehst, oder? Was? Scheiße, schon wieder ein Bogenschütze. Ich habe kein Video gehört, ich weiß nicht, was der gesprochen hat. Es wäre nett, wenn du mich mal aufklärst. Ja, der hat gesagt, ich soll den Knopf drücken, um die Maschine zu starten, die dann die Brücke baut. Das habe ich ja vorher schon gemacht gehabt. Ja. So, und dann hat er irgendwas gesagt, das habe ich dann immer so genau verstanden. Ich soll nach rechts gehen, da gibt es dann irgendwie einen Weg, wo es wieder nach unten geht oder so ähnlich. Aber da geht es nicht nach unten. Da ist irgendwie ein Zaun, da komme ich nicht weiter. Ich
Ich habe jetzt auch noch nicht so genau geguckt. Und dahinter ist irgendwie alles Fels. Da komme ich auch nicht weiter. Also ich weiß jetzt gar... Oh, da ist ein Hebel. Ha! Irgendwas hat der jetzt hoffentlich bewirkt. Tja, ich komme jetzt auch leider nicht mehr hoch, weil der Sprengpenis alles kaputt gemacht hat. Und ich weiß nicht, was dieser Hebel bewirkt hat. Aber ich sehe eine geheime Truhe, verflucht nochmal. An die würde ich ja gern rankommen. Ja, theoretisch kannst du ja einfach zurückgehen auch, wenn das geht. Na toll, ja, uff. Wie zurückgehen? Ja, zu den Betten halt. Ich müsste jetzt einen anderen Weg gehen. Ich weiß jetzt bloß noch nicht genau, wo es lang geht. Zu den Betten, da bin ich jetzt wie eine Gestörte weggerannt. Na, dann lasse ich mich halt tot machen, ne? Ich habe eh nichts zu verlieren. Ich meine, ich habe eh nichts. Ja, ja, ich muss jetzt nur irgendwie wieder dahin kommen, ne? Ja, aber ich versuche noch diese Truhe zu kriegen. Da ist nämlich eine Geheimtruhe. Ja, ich sterb derweil. Bei dir macht's ja nichts aus, wenn du stirbst. Aber ich habe das ganze Zeug. Sagst du so? Ja, oder soll ich die Truhe Truhe sein lassen? Lass die Truhe Truhe sein. Naja, aber die ist halt schon sehr verlockend. Dich nehme ich aber noch mit, ey, scheiß Zombie. Wenn ich sterb, stirbst du auch. Also, ich bin jetzt hier in der Hütte. Du bist in der Hütte? Welche Hütte? Ja. In der Stadt? Wo wir geschlafen haben. Es kann natürlich sein, dass wir woanders hin müssen, das weiß ich nicht. Aber ich will jetzt erstmal versuchen, diese scheiß Truhe zu kriegen. Scheiße, komme ich da rüber? Also, ich gehe jetzt wieder raus, sozusagen. Scheiß Spinne. Ja! Ja! Ich habe dich irgendwie gesehen gerade, zumindest deinen... Mann, das hat sich ja nicht mal gelohnt. Ich bin jetzt draußen und es regnet. Das hat sich ja nicht mal gelohnt, das ist ja ein Dreck. Dafür, dass die so weit oben ist. Scheiße, ey. Das hat sich ja echt kaum gelohnt. So, jetzt gehe ich mal raus und draußen ist, glaube ich, Nacht oder so, kann das sein? Ja, und es regnet. Scheiße. Das ist ja Mist, weil... Was bist du? Das Problem... Ja, ich bin immer noch in dem Ding und jetzt gehe ich raus aus dem Geheimen und komme jetzt wohin? Ins Pisswetter, an die Brücke irgendwie? Scheiße, ich weiß nicht, wo ich bin. So orientierungsmäßig. Ja, ich auch nicht. Warte mal. Ah, ich bin am Schild Watch Video 2. Da muss doch jetzt irgendwo ein Haus sein, oder nicht? Dann könnte man nämlich speichern. Shit, ich werde von einem... Ah, in welchem Haus bist du? In welchem Haus bist du? Noch in gar keinem. Ach so, weil ich wäre jetzt am Ziel. Ich könnte jetzt dann ins Bett gehen und dann könnten wir hier mal pausieren und andermal weiterspielen. Ach, da kommst du her. Oh shit, Bogenschützen greifen mich an. Also, dann lege ich mich jetzt mal ins Bett. Nein, wo bist du denn? Ich bin in das erste Haus. Warte mal. Da ist aber nur ein Bett. Ja, dann komm raus, das ist doch sinnlos. Achso, wenn ich mich hinlege und du dich auch. Achso, meinst du nicht woanders? Ja. Ja, wir müssen uns aber doch mal wieder irgendwo treffen. Jetzt komm halt mal in das eine Haus weiter. Hallo. Hallo. Hier bin ich. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Wir rennen. Ja. Also, dann verabschieden wir uns erstmal für heute, würde ich sagen. Ne? Ja, hallo. Machen wir mal Päuschen und dann gucken wir mal, ob wir an der Stelle auch weiterspielen können. Wenn nicht, dann kann uns das Spiel mal am Arsch lecken. Ciao, ciao.